Ganz herzlichen Dank für die salbungsvollen Einleitungsworte. Ich muss jetzt zuallererst mal hier ein Foto machen von dieser grandiosen Audienz. Das habe ich meiner Freundin versprochen. Das macht Rüdi Bauer auch immer vor seinen Vorträgen. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ich auch davon profitiere, jetzt hier als kleine Vorband sozusagen. Ich möchte Ihnen heute einen Schriftentwurf vorstellen von mir mit Namen Pandera. Das hier ist das Plakat, mit dem unsere kleine bescheidene Type Foundry Lazy Dogs diese Schrift präsentiert. Es ist eine moderne zeitgenössische serifenlose Satzschrift, gedacht für den Mengensatz, also mit einem breiten Anwendungsspektrum eigentlich ausgestattet. Ursprünglich mal gedacht so für den Magazinbereich, aber auch durchaus für gewisse Dinge, die wie Orientierungssysteme, Leitsysteme. Dazu kann ich vielleicht später nochmal in einem Satz zurückkommen. Sie ist ausgebaut, wie man hier sieht, in mehrere Schriftschnitte. Und der Einstieg eigentlich jetzt, um etwas über das Konzept dieser Schrift Ihnen zu erzählen, fällt mir recht leicht. Denn Pandera ist in diesem Fall nicht nur einfach der Name der Schrift, sondern gleichzeitig schon auch ihr Programm. Pandera leitet sich nämlich ab von dem lateinischen Verb pandere, pando, pandi, passum, um hier die Stammformen dieses Verbs korrekt zu konjugieren. Die einschlägigen Wörterbücher geben hierzu folgende Übersetzung an. Ausstrecken, ausbreiten, sich öffnen, ausdehnen, weit öffnen, eröffnen, kundtun. Diese Reihenfolge jetzt hier ist einfach jetzt nicht so wichtig. Das ist einfach, um meinen Vortrag hier, um meinen Kurzvortrag etwas straffer zu strukturieren. Fangen wir gleich mal mit dem ersten Punkt an, nämlich ausstrecken, ausbreiten. Diese Wörter sprechen natürlich ja schon für sich, also und können wirklich auch auf die Schrift direkt übertragen werden, also sowohl auf ihr generelles Erscheinungsbild als auch auf die Ausformung der Buchstaben und die Zurichtung. Es handelt sich also um eine Schrift, die sich breit darstellt, die sich optisch weitet und dies aber in einer Art tut, die nicht in diese Kategorie Extended fällt. Also es soll keine Schrift sein, die sozusagen eine breit gezogene Variante einer engeren Grundschrift darstellt, sondern es soll sich durchaus noch in einem normalen Spektrum bewegen, aber eindeutig diese breite, ausladende, also großzügige Wirkung entfalten. Ja, wie komme ich konzeptuell zu so einem Entwurf oder wie setze ich das um? Um Ihnen das jetzt hier nachvollziehbar präsentieren zu können, habe ich zwei Vergleichsschriften jetzt mal hier hingestellt. Zwei Schriften, die aus dem klassischen Bereich der Linear-Antiqua stammen, die also sozusagen die Proportionen der Renaissance-Antiqua aufnehmen. Und von diesen ausgehend habe ich eben einfach nicht einfach jetzt gesagt, okay, ich probiere jetzt mal einfach alle Buchstaben zu verbreitern und zu schauen, wie weit es geht, sondern habe jetzt gezielt diejenigen Buchstaben gesucht, die in diesem klassischen Proportionskonzept eben der Renaissance-Antiqua eher schmal sind. Also wie das beim kleinen S oder kleinen A, können Sie das recht schön sehen, hier bei der Skala, bei den Versalien, beim S und E, das ja eigentlich wie zwei aufeinandergesetzte Quadrate ist. Und hier habe ich eben angesetzt und diese Buchstaben gezielt aufgeweitet. Und zwar nicht nach einem bestimmten Schema, sondern jeweils wirklich individuell. Auf jeden Buchstaben, er braucht da seine eigene Behandlung. Wenn Sie das jetzt hier mal anschauen in so einer Folge von mehreren Buchstaben, dann sehen Sie in der oberen Reihe, habe ich hier wieder mit der Skala hier im Vergleich gesetzt, sehen Sie die Buchstaben, bei denen diese Aufweitung jetzt hier mehr wirkt, stärker sich niederschlägt. Und in der unteren Reihe sehen Sie dann aber auch Buchstaben, die durchaus sich in diesem klassischen, sage ich mal, Proportionskanon bewegen. Also keine Rundum-Ausweitung, sondern gezielt da, wo es Sinn macht. Wenn man das jetzt hier auf die Versalien überträgt, dann sehen Sie, dass es sich zum Teil sogar umdreht. Das ist natürlich auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass die Versalien generell bei der Pandera etwas verkleinert sind. Also ich wollte, dass diese Schrift im Mengentext auch einen gleichmäßigen Grauwert ergibt, dass die Versalien nicht so stark optisch herausragen. Und ich habe natürlich gleichzeitig auch den Effekt, dass ich in der Horizontalen wieder mehr Spiel bekomme. Also grundsätzlich, was war denn das hier? Grundsätzlich ist leer, oder der Akku? Hoffentlich.
Eigentlich lädt er hier gerade, aber. Also grundsätzlich geht es beim Konzept der Pandera eigentlich darum, sozusagen mit dem Raum zu arbeiten, den Raum auszunutzen, ohne jetzt, sage ich mal, ökonomisch einfach zu sagen, ich nehme einfach allen Platz, den ich habe, sondern schon gezielt da an den Stellen, wo es Sinn macht. Also vielleicht, wenn man es philosophisch sieht, kein exzessiver Hedonismus, sondern eher so Epikur, der sagt, da, wo es Sinn macht und hinterher nicht wehtut. Also ja, um das jetzt mal hier zu zeigen in einem Textzusammenhang, dass Sie das so nachvollziehen können hier, das ist ein Ausschnitt aus einem Flyer, der jetzt erst produziert worden ist, über den Jahreskurs Typografie von Rudolf Gorbach, der an der Stelle auch, den ich hier dankend erwähnen möchte, weil er eigentlich immer hier als Pionier agiert, indem er also unsere Schriften gerade so von jungen Designern oft aufnimmt und als erstes anwendet, und man bekommt natürlich ein super Feedback von so einer kompetenten Anwendung gleich. Also Sie sehen die Anmutung der Schrift breit, weitläufig, aber auch in diesem Beispiel kann man das eigentlich ganz gut beweisen, also, denn hier handelt es sich um einen Flyer, der sehr viel Information bündelt, wo sehr viel Text drin steht. Es ist also nicht so, dass man exzessiv viel Platz braucht, um diese Schrift einzusetzen, sondern durchaus von der Ökonomie, ich sage jetzt einfach mal, gar nicht so viel von der Helvetica entfernt ist. Ja, der zweite Punkt, sich öffnen, ausdehnen. Das bedeutet natürlich jetzt für diese Schrift, sie muss sich öffnen, zum einen einem breiteren Anwendungsgebiet, das heißt, sie muss natürlich auch für Typografen eine Palette bieten an verschiedenen Schnitten, sie muss ausgebaut werden in einer bestimmten Art und Weise, und natürlich bedeutet ausdehnen auch, dass sich dieses breite Formkonzept jetzt auf die ganze Familie auch ausdehnt. Ganz speziell gilt das in diesem Zusammenhang für die Kursive. Die klassische Herangehensweise oder der klassische Aufbau einer Kursive ist ja eigentlich, dass sie immer schmäler läuft als die geradstehenden Versionen, also von ihrer Italic Herkunft aus der Renaissance. Ich habe jetzt explizit dieses Konzept auch wieder abgeändert und gesagt, die Kursiv bekommt bei mir den gleichen Raum wie die geradstehende, und zwar exakt den gleichen Raum, das heißt also, die beiden Schriften verhalten sich dickengleich zueinander. Das heißt, Sie können einen Text jetzt erstmal in der geradstehenden setzen und dann kursiv stellen, und der Umbruch würde sich nicht ändern. Das eröffnet mir jetzt natürlich hier auch andere Möglichkeiten, die Kursiv zu sehen und einzusetzen. Und ich sehe eben die Kursiv bei der Pandera auch eigentlich als gleichberechtigte Schrift neben der geradstehenden und nicht so sehr nur als Auszeichnung. Hier dieses Beispiel illustriert es vielleicht ganz gut. Ich erinnere mich auch immer ganz gern an einen Vortrag von Esen Karol vor 2 Jahren beim Typotag, die sehr stark ja auch mit mehrsprachigen Texten arbeitet in ihren Buchgestaltungen und da immer Wert darauf legt, dass die Sprachen eben auch gleich behandelt werden, also dass sie sich hier neutral verhält und nicht irgendwo eine optisch auch visuell bevorzugt. Und ich denke, durch so ein Konzept kann man das ganz gut umsetzen. Also sozusagen nach dem Prinzip für alle gleich, das gilt eben für alle Buchstaben jetzt in einem Schriftgewicht, also bei der Light oder Regular, hat immer die Kursive den gleichen Raum zur Verfügung. Von ihrer Ausformung her sehen Sie schon, es ist eigentlich eine echte Kursiv, also Hardliner würden vielleicht mosern und sagen, das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber sie hat zumindest Anklänge an die echte Kursiv durch diese runde E-Form zum Beispiel, durch das runde A, durch eine generell ausgeprägte Dynamik in der Form. Und das ist aber auch gewollt. Ich wollte sie dann auch nicht zu stark an einen geschriebenen Charakter angleichen, denn ich möchte diesen Zusammenhang und diese Parallelität natürlich irgendwo erhalten. Ein weiteres, vielleicht augenfälliges Merkmal dieser Kursive ist, dass sie einen sehr starken Kursivwinkel eigentlich aufweist. Also ich glaube, sie ist so mit in der Spitzengruppe da, was den Winkel anbetrifft. Das ist natürlich auch möglich in dem Fall, weil ich ihr den gleichen Raum gebe, so viel Raum sie zur Verfügung hat, dass sie auch diesen Winkel tatsächlich einnehmen kann. Das ist gar nicht so einfach vom Entwurf her, sowas zu kontrollieren. Aber für mich war es eben auch wichtig, diese Unterscheidbarkeit eindeutig herzustellen, also dass man 2 Texte nebeneinander stellen kann und wirklich sieht, okay, das ist unterschiedlich, aber doch der Zusammenhang im Duktus sichtbar.
Ja, hier sieht man nochmal den, was ich vorhin erwähnt hatte, die Schrift sich öffnen, natürlich einer breiten Anwendung, also damit differenzierte Typografie auch möglich ist auf einem hohen Niveau, muss ich eine gewisse Palette bieten und die geht also in 5 Stufen von Light bis Black, jeweils die Kursive dazu und dann nochmal Small Caps, also Kapitelchen, die technisch jetzt immer in die geradestehende Version integriert sind. Das heißt, Pandera gibt es auch nur in Open-Type-Format, da ist es also möglich, über die Features diesen Schnitt in den Normalschnitt zu integrieren. Das heißt, ich habe eigentlich nur noch 10 Fonts, die ich installieren muss, aber 15 Schriftstile dann eigentlich zur Verfügung. Hier sieht man das jetzt nochmal in einem gedruckten Beispiel, das ist aus unserem Flyer, der auch draußen am Büchertisch dann ausliegt, den können Sie sich gerne mitnehmen, einfach um zu zeigen, wie das auf dem Papier dann immer nochmal aussieht, da bekommt die Schrift dann immer nochmal eine andere Qualität und auch eine Farbigkeit, aber ich möchte einfach nochmal hier das zeigen, diese Parallelität und dieser Zusammenhang zwischen den Schriften. Hier kann man vielleicht nochmal nachvollziehen, dass es mir eben darum ging, einen möglichst ruhigen, aber doch dynamischen Duktus hinzubekommen, einen Rhythmus, der unaufgeregt ist, aber doch einen gewissen Drive hat. Also denken Sie an diesen amerikanischen Straßenschlitten da, den ich hier mal gezeigt habe im Hintergrund. Also es soll schon auch ein bisschen Fahrt gewinnen, das Ganze. Das ist jetzt hier die fette Variante. Das sieht man nochmal, also durchaus hier auch kräftige Kontraste möglich. Kommen wir zum dritten Punkt, weit öffnen. Weit öffnen bedeutet für mich natürlich jetzt auch, es muss sich natürlich einem breiten Anwenderpublikum auch öffnen. Es muss weite Verbreitung finden können. Das bedeutet natürlich auch Sprachkompatibilität. Also ich muss einen großen Zeichensatz bieten, damit es auch in anderen Sprachen anwendbar ist. Und hier sehen Sie jetzt mal im Überblick eine Zusammenstellung der Zeichen in einem Font. Unten sehen Sie, dass der untere Bereich sind also die Kapitelchen. Der obere Bereich, das obere Drittel ist also so der normale Umfang, was so westeuropäischen Zeichensatz eigentlich beinhaltet. Sie sehen, ich habe 3 verschiedene Zeichensätze, Ziffernsätze, die ich anbiete, wobei die oberen beiden also auch jeweils in proportionaler Ausführung als auch in Dicken gleicher Tabellen, als Tabellenziffern existiert. Und dieser blau markierte Bereich, das ist eigentlich das, was dann darüber hinausgeht. Also das sind die Akzentzeichen, die mir jetzt garantieren, dass ich mit dieser Schrift einfach wirklich viele Sprachen abdecken kann. Hier sind mal einfach so ein paar aufgezählt und unten habe ich eben geschrieben hier Covered by the Latin Extended A Code Page. Das bedeutet eigentlich, dass eigentlich alle europäischen Sprachen, es sind auch noch ein paar Zusatzzeichen mit drin, also alle europäischen Sprachen, die mit dem lateinischen Schriftsystem arbeiten, abgedeckt sind und auch noch darüber hinaus ein paar andere, also Afrikaans zum Beispiel. Ja, hier jetzt vielleicht nochmal ein Beispiel schon von einer aus der Buchtypografie. Tatsächlich wurde die Pandera schon angewendet vom Prestel Verlag in einer englischsprachigen Fassung für ein Buch über die New York Skyscrapers. Und das finde ich natürlich von dem her auch eine sehr schöne Anwendung, weil diese breite, in der horizontalen, sich ausdehnende Anmutung der Schrift sehr schön kontrastiert zu diesen vertikalen, hochstrebenden Wolkenkratzern. Das wurde dann auch eigentlich ganz schön nachempfunden dann durch diese Headline-Typografie. Das gibt einfach, finde ich, so ein ganz gutes Bild. Eine weitere Anwendung der Pandera, die ich jetzt hier noch nicht zeigen kann, habe ich eingangs erwähnt, ist also für Leitsysteme. Hier vertrete ich den Standpunkt entgegen jetzt mancher anderer Lehrmeinung, die sagen, also da sollten doch eher enger laufende Schriften verwendet werden. Aber meiner Meinung nach ist das eigentlich ein großer Fehlschluss, denn eine breitlaufende Schrift hat natürlich unglaublich viele Vorteile, wenn Sie sich vorstellen, dass eigentlich gerade im öffentlichen Raum bei einem Orientierungssystem eigentlich meistens der Betrachtungswinkel eigentlich nie frontal ist, sondern man kommt irgendwo von der Seite. Das heißt, Schilder verkürzen sich natürlich optisch. Ich habe eine sehr stark gedrängte Perspektive. Und hier kann natürlich eine breitlaufende Schrift, die sehr stark die Horizontale betont, das viel besser abfangen. Und deswegen widerspreche ich da immer, weil viele eben sagen, ach, das muss doch, eigentlich ist das Argument immer, das Zentimeter einzusparen bei den Schildern und eigentlich nur eine Kostenfrage, aber das wäre an der falschen Seite gespart. Und das ist eben auch eine Sache, das kann man vielleicht jetzt hier, gut, das ist doch relativ groß, ich hätte noch einen kleineren Text zeigen können. Die Qualitäten liegen auch darin, dass sie eben in sehr kleiner Schriftgröße immer noch funktioniert und auch aus großer Entfernung. Also das war noch so ein Feature, das ich vor allem auch bei der Zurichtung also verfolgt habe, dass sie wirklich auch genügend Raum hat, genügend Buchstabenzwischenraum.
Ja, als allerletztes, ich will ja hier ganz knapp bleiben, eröffnen, kundtun, dazu eben nur ein kurzer Satz. Ich möchte Ihnen hier jetzt ein Special kundtun und Ihnen ein Angebot eröffnen, denn die Lazy Dogs Type Foundry bietet anlässlich dieses Vortrags einen Rabatt in Form eines Summer Specials an. Also wenn ich Ihnen jetzt doch Lust gemacht habe und Sie Interesse haben, können Sie ja nochmal drüber schlafen. 399 €, also für, wie gesagt, Sie haben 15 Schriftstile dafür, also 10 Fonts. Dazu vielleicht auch noch zu sagen, auf unserer Homepage kann man im Moment nur das Gesamtpaket online jetzt runterladen, aber wenn jetzt jemand nur interessiert ist an einem Schnitt oder mal zum Ausprobieren irgendwie 2 oder 3, das ist überhaupt kein Problem. Schreiben Sie uns einfach eine ganz formlose E-Mail und dann können wir das auf jeden Fall machen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte auch gar nicht mehr weiter Sie abhalten vom Hauptvortrag und Eberhard Wolf auf die Bühne bitten. Vielen Dank.